Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein neues Bastelvideo und zwar hat tatsächlich jemand abgestimmt für eines der Bastel, für eins der drei Cut-Dye-Sets. Ich habe die Abstimmung jetzt aber rausgenommen und zwar habt ihr euch entschieden für dieses hier. Ich hatte ja ein anderes schon eingebastelt, habe aber gesagt, wenn ihr noch für ein anderes abstimmt, bastle ich das zusätzlich ein. Und deswegen dachte ich, machen wir heute das und schauen mal, ob wir noch ein bisschen mehr einbasteln. So, ich gehe erstmal hier auf die Vorderseite, weil ich dachte, dieses Lost in Paradise passt perfekt hier oben hin, direkt auf die Hauptseite. Und ist damit auch der neue Titel von dem Buch. Jetzt ist bei Venom immer die Sache, man muss den Kleber schön gleichmäßig auftragen. Weil man sieht am Ende, wo der Kleber ist und wo nicht. So, damit hätten wir das. Jetzt gehen wir mal hier durch. Hier haben wir den einen Briefumschlag oben schon verbastelt. Ich habe hier jetzt noch einen. Ich möchte aber erstmal hier gucken. Hier haben wir ja eine Tasche. Und ich glaube, in diese Tasche mit rein. Nee, zwei Briefumschläge auf einer Seite ist mir dann doch ein bisschen viel. Aber ich überlege, ob ich das Herzchen hier noch mit einarbeite. Ich schaue erstmal weiter, aber das wäre eine Möglichkeit. Jetzt nicht verkanten irgendwo. So, schauen wir mal hierher. Hier hätten wir Platz noch was zu verstecken. Ich glaube, ich verstecke hier das hier drunter, aber so vor Hochkant. Muss ich glaube ich gleich noch mal ein bisschen mit rausnehmen. Vom Zoom, dass ihr ein bisschen mehr seht. Ich werde halt auch noch ein, zwei Designpapiere mit einkleben, einfach, dass wir in dem Buch ein bisschen vorankommen. So, jetzt seht ihr Mühen, ja? Muss aber gucken, wie viel Zeit ich heute habe. Hier sehe ich noch kein Designpapier, da kann ich dann auch noch nicht so dekorieren. Hier haben wir schon was. Hier haben wir ja das zum Durchklappen. Und die Frage ist jetzt, wir haben jetzt noch das hier. Das könnte ich ja... Klebe ich hier oben auf die Lasche zum Umklappen. Dann hat man da halt das Tag zum Umklappen. Ich hätte es natürlich auch drunter kleben können, aber ich glaube, mit dem Ding umklappen macht fast so, also würde mir mehr Spaß machen, weil dann kann man hier noch was drunter klemmen, wenn man das möchte.
Dann haben wir auch schon nur noch den Briefumschlag über. Und den habe ich jetzt beschlossen, möchte ich hier reinkleben, so dass der so, und dann kann man den hier noch mit aufklappen. Und da verstecke ich dann noch irgendwelche Papierreste drin. Ich habe hier schon zwei liegen, die packe ich da gleich rein. So. Ach, das Herzchen haben wir ja auch noch. Aber wenn ich am Ende Sticker verwende und dann Stickersets über habe, dann packe ich die auch noch rein. Muss ich auch mal gucken. Ich glaube, ich habe hier definitiv für die hintere Tasche zu viele Tags. Das reduziere ich jetzt mal auf die zwei. Wir hatten ja hier schon noch eine Tasche gebaut. Da packe ich die zwei noch mit rein. Jetzt war die Frage mit dem Herzchen. Wisst ihr was? Das Herzchen klebe ich gar nicht auf, das packe ich da mit rein. Das kann dann derjenige machen, der das Album bekommt. So. Jetzt gucke ich mal, ich hatte mir schon ein paar Blöcke wieder rausgesucht, die farblich gut reinpassen. Und ich möchte, glaube ich, heute was aus dem Block nehmen. Einfach einen Bogen noch einbasteln. Ich habe schon einen, der mir sehr gut gefällt. Und den ich gleich hier als Hintergrund nehmen möchte. Ich wurde übrigens letztens gefragt, ob ich solche Mini-Album-Sachen nicht auch mal zum Verkauf anbieten würde. Aber dann müsste ich ja Gewerbe drauf anmelden. Und ich weiß nicht, ob sich das rechnet, weil wenn ich die vielen Stunden Zeit reinrechne, die in so ein Album fließen, und bei dem werden das wahrscheinlich wieder mehr als beim letzten. Und dann noch das Material. Ich meine, es kostet nicht viel, aber es kostet ja was. Dann wird das für euch zu teuer. Und dann rechnet sich das für mich nicht. Was ich euch aber schon angeboten habe, auf meiner ja, Kreativträumerei-Seite gibt es einen Bereich Tauschen. Und wenn ich mein Mini-Album über habe, was jetzt länger nicht vorkam, würde ich dort eins zum Tausch anbieten. Und dann könnt ihr im Prinzip dort im Prinzip mir dann gleich viel Material fürs nächste Album schicken.
Und ich bastle dafür ein solches Album. Oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Dann kann man natürlich auch was ausmachen, von wegen, ihr schickt mir erst das Material und ich bastle dann speziell für euch eins. Aber das muss dann in der zeitlichen Phase sein, wo ich wirklich die Zeit dazu habe. Und da wir momentan ja Reisevorbereitungen machen und dann die Weihnachtszeit kommt, bezweifle ich schon, dass ich dieses Album dieses Jahr noch fertig kriege. Und dann werde ich mir auch keins auf Auftrag annehmen, was, wo es immer gut geht, ist. Ja, so die Zeit nach Ostern bis zum Sommer habe ich immer relativ wenig Bastelprojekte akut. Da könnte ich dann auch mal ein Wunschalbum basteln. Wie gesagt, ich würde euch dann grob schicken, was ich für so ein Album an Material brauche. Ihr würdet das Material besorgen, mir einmal das Material schicken, natürlich unter der Voraussetzung, ich darf die Reste behalten, dann habe ich liegen auch was für die Zeit, die ich hier rein investiere. Als Ausgleich, das ist ja auch nicht wenig. Ihr habt am Ende ein Mini-Album zu eurem Wunsch. Ich würde natürlich dann auch entsprechend eigenes Material ergänzen, wo es Sinn macht. Weil manchmal brauchen wir ja doch was mehr. Oder hat eine bestimmte Idee. Oder hat noch was da, was gut dazu passt. Ich finde dieses Motiv gerade mit dem Schmetterling und den Rosen wirklich wunderschön. Das ist aus dem Blog Find Your Ways von Craft Sensations. Also habe ich das wahrscheinlich mal beim Action gekauft oder in irgendeinem Konvolut. Und das passt sehr gut zu dem Reisepapier, was ich hier verbastle. Oh, jetzt habe ich noch das eine, das würde ich gerne noch irgendwo unterbringen. Dann muss ich mal gucken, ob ich eine Klappe in ungefähr der Größe habe. Das Problem mit dem Papier ist ja, dass es eine Richtung hat. Aber hier passt es doch fast perfekt. Den letzten Streifen lasse ich mir mal über. Man weiß ich nie. Und dann mache ich auch schon wieder Schluss, weil das war heute ein Bastelquickie in meiner Mittagspause. Und ich muss dann wieder an meinen Arbeitsplatz. Aber manchmal überkommt es mich auch in der Pause und das macht den Kopf ein bisschen frei. Und da ich ja im Homeoffice bin, habe ich hier ja mein ganzes Material vorrätig.
So, dann ist es wieder ein bisschen bunter geworden, das Album. Es wächst langsam. Es wird auch immer dicker. Und ich freue mich auf die nächste Bastelsession. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag, einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Wie immer der kurze Hinweis, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und einen Kommentar da. Das hilft meinem Kanal zu wachsen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst ein Abo da, dann kriegt ihr alle meine Videos mit. Vor allen Dingen, wenn ihr die Benachrichtigungen anmacht. Und wenn ihr mitbestimmen wollt, schaut gerne mal in den Community-Tab auf meinem Kanal vorbei. Da finden immer Umfragen statt, in Textform oder direkt als Umfrage. Wir haben ja heute auch nach einem Umfrageergebnis wieder gebastelt. Bis zum nächsten Mal. Ciao!